und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Mein Name ist Anna und ich labe euch so ein bisschen zu über meinen Alltag, was ich mache, was ich esse, was ich koche, was ich lese, was ich gucke, all den ganzen Kram. Und ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostertage. Ich habe mir da auch so ein bisschen, ja, mal ein bisschen Zeit für mich gegönnt. Ich habe mal nicht gefilmt, nicht gevloggt und hatte natürlich wieder einen schönen Tag mit der Familie und habe einfach entspannt viele Filme geguckt. Also ich weiß nicht, was mich da auf einmal geritten hat, aber ich habe früher total gerne so Liebesfilme geguckt oder romantische Komödien und in letzter Zeit nicht mehr so viel, also eigentlich fast gar nicht, weil ich irgendwie gar nicht mehr so viele Filme geguckt habe und wenn ich mit Flo Filme geguckt habe, waren es halt keine romantischen Komödien. Und da habe ich definitiv einiges. Mal gucken, ob ich euch noch so im Laufe des Vlogs mal so eine kleine Schnellzusammenfassung einmal gebe. Was wird, glaube ich, ein bisschen viel, weil es sind wirklich viele geworden. Und ich habe in der Zwischenzeit auch ein Buch beendet. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr es schon gesehen. Wenn ihr die letzten Vlogs gesehen habt, dann habt ihr das auch schon mal gesehen. Zumindest Band 1. Denn ich habe den zweiten Band von Westwell beendet. Bright and Dark von Lena Kiefer. Und ich fand das so, so toll. Denn nur eben kurz, hier geht es ja um eine Tochter von so einem reichen Haus von so einer reichen Familie in New York und um einen Sohn von einer anderen reichen Familie. Und die beiden, die haben sich halt kennengelernt, die haben sich verliebt, die wollten heiraten, aber die sind halt wie eines Tages bei einem wahrscheinlich Unfall gestorben. Und jetzt gibt es halt die Tochter von, die Schwester von dem einen Mädchen und der Bruder von dem anderen Typen. Die treffen jetzt auch wieder aufeinander, denn unsere Protagonistin, die möchte jetzt herausfinden, was wirklich in der Todesnacht passiert ist, weil irgendwie da auch falsche Beschuldigungen sind und sie sich alles nicht vorstellen kann, dass das so gelaufen ist, wie es halt öffentlich dargestellt wird. Und dann kommen die beiden halt so zueinander. Eigentlich, die fühlen alles, die fühlen Hass, die fühlen Verständnis. Das ist so eine bunte Mischung an Gefühlen. Und ich fand Band 1 so toll und Band 2 hat mir auch sehr gut gefallen. Das war für mich auch nochmal 5 Sterne, weil es lässt sich einfach so gut durchlesen. Ich fliege einfach durch die Seiten und möchte nie, dass es aufhört. Ja, man hat halt so dieses Romeo und Julia und verbotene Liebe und das darf alles nicht so. Dann so ein bisschen Gossip Girl, Upper Class, High Society und gleichzeitig aber auch dieses kleine, ja, dieser Kriminalfall oder wie man das nennen mag, also diesen Todesfall mit den Ermittlungen. Das sind so viele Komponenten, die mir sehr, sehr gut gefallen bis jetzt. Und deswegen ja, bin ich sehr gespannt, wie Band 3 dann wird. Also da kann ich es eigentlich auch schon kaum erwarten, aber ich habe tatsächlich gesagt, komm Anna, lies mal zwischendurch noch ein anderes Buch, damit das nicht alles nur Westwell-lastig ist. Und ich habe richtig tief in meine Subleichenkiste gegriffen, ich sag's euch. Und ich lese jetzt Glimmernächte. Ich muss mal eben das Cover holen. So, den Schutzumschlag, da, Glimmernächte, so sieht das aus. Das ist wirklich eins der Bücher, die ich schon verdammt lange auf meinem Stapel ungelesener Bücher habe und gedacht habe, komm, lies mal rein. Vor allem, weil ich halt auch einige negative Meinungen dazu schon gehört habe und in meinem Hinterkopf abgespeichert habe. Und dabei dachte ich eigentlich erst, es geht so ein bisschen in die Selection-Richtung, also zumindest von diesem Prinzessinnen-Thema. Aber naja, es geht um Pippa. Und Pippa, die zieht jetzt in ein wunderschönes Schloss nach Dänemark, denn ihre Mutter heiratet da irgendwie so einen tollen Grafen, der halt sehr viel Geld hat. Und ja, es soll wohl so ein richtiges Klischee sein, ne? Verwunschene Rosengärten, Spiegelkabinette, prachtvolle Kleider, so ein richtiges Prinzessinnenleben irgendwie. Aber sie muss sich jetzt halt erstmal damit abfinden, dass sie halt nicht mehr in Berlin lebt und ihre Freundinnen rund um die Uhr bei sich hat, sondern dass sie jetzt in Dänemark ist, dass sie sehr viel Geld haben, dass sie einen neuen zukünftigen Stiefvater hat. Das ist so das eine Soziale und auch eine Stiefschwester und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es halt aber auch diesen Aspekt, dass da irgendwie sehr komische Dinge passieren und Pippa irgendwann gar nicht mehr weiß, was ist jetzt eigentlich Realität und was nicht. Und dann trifft sie auch noch auf einen super tollen, gut aussehenden Stiefbruder, den sie jetzt hat. Und ja, die beiden kommen dann irgendwie sich näher und er
gibt ihr ein paar Antworten und das ist natürlich wieder große Gefahr, viele Mächte, die sich dort in dem Schloss verbergen und so weiter und so fort. Es klang ja eigentlich ganz gut und ich dachte, vielleicht liest man das einfach mal locker flockig durch. Ich bin noch nicht so sicher, wie es mir gefällt. Wie viel habe ich denn jetzt mittlerweile schon gelesen? Oh, Seite 100. Ich habe bis Seite 100 gelesen und weiß immer noch nicht, ob es mir jetzt eigentlich gefällt oder nicht. Ich finde es sehr abgespaced, weil die sieht da manchmal Sachen, wo ich gar nicht weiß, was für Drogen die da genommen hat, bin ich ehrlich. Deswegen warten wir mal ab, wie es noch wird, ob ich es vielleicht dann doch noch irgendwie abbreche, obwohl ich glaube, ich habe gerade so den Turn, dass ich einfach das versuche, ein bisschen durchzuziehen, weil es gerade okay wird. Am Anfang war ich komplett verwirrt. Schauen wir mal. Aber man muss ja auch mal seine ganz alten Bücher irgendwann mal lesen und nicht immer nur die neuen, weil sonst liegen die da und werden nie gelesen. Und das möchte ich ja auch nicht. Ne? Heute ist so ein richtiges Kackwetter irgendwie. Das hat heute nur geregnet. Was ich super toll fand, denn meine Bahn hatte heute wieder irgendein Problem. Oberleitung war irgendwo nicht in Ordnung und ich wurde dann irgendwie eine Haltestelle vorher rausgeschmissen und ich wusste überhaupt nicht, wie laufe ich denn jetzt am besten zur Arbeit, wie komme ich überhaupt hier raus, weil das unterirdisch irgendwo war, die Haltestelle, mit so 1000 Möglichkeiten den Ausgang zu nehmen und ich war nur so, welchen Ausgang muss ich jetzt nehmen, damit ich zur Arbeit komme? Überforderung des Todes mit meinem Homeoffice-Koffer mit Regen war toll. War schon ein guter Start in den Tag. Dann haben wir auf der Arbeit tatsächlich jetzt auch nochmal einen zweiten Bildschirm bekommen. Das war dann die nächste Überforderung des Tages, weil ich immer nur, ich meine, ist nicht so, dass ich nicht gewohnt bin, mit mehreren Bildschirmen zu arbeiten. Hier, Flo hat 3 Bildschirme, da stehen 3 Monitore. Im Homeoffice arbeite ich auch mit mehr als einem. Aber ich habe hier halt auch Platz und da habe ich keinen Platz und das war totale Überforderung. Ja, muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ja, und jetzt würde ich sagen, hoffe ich, dass es gleich trocken bleibt, weil wir wollten noch kurz einkaufen gehen. Drückt mir die Daumen, dass es trocken ist. It's like we're running in circles, going around every day. Getting stuck in the hurdles of yesterday. Don't you wanna go further? So, wir sind jetzt heute wieder unterwegs und Flo und ich, wir haben uns sowas überlegt, weil wir ganz oft, wenn wir keinen Plan haben, also überhaupt nichts vorhaben am Wochenende, dann sitzen wir oft Samstag da und denken nur so, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und manchmal bleibt man dann noch so lange liegen oder kommt ganz langsam in den Tag und viele Sachen fallen einem dann ein, wo man denkt, ja, dann müssten wir jetzt aber eigentlich am besten schon vor einer Stunde losgefahren sein. Und ja, deswegen sagen wir jetzt, wir gucken, dass sich einer immer aussuchen darf, was man macht. Das muss aber nicht immer so irgendwie großer Ausflug sein oder sowas. Und wenn wir halt schon was anderes vorhaben oder am Sonntag oder so, dann machen wir halt auch nicht, also ganz entspannt. Und heute bin ich dran und wir fahren, oder wir sind jetzt gerade angekommen, wir sitzen im Parkhaus, wir sind in Aachen. Da wollten wir beide auch schon immer mal hin, aber irgendwie ja, haben wir es nie gemacht. Und heute soll ja so richtig, richtig schön werden. Aber das ist das erste Mal, dass ich wirklich nichts rausgesucht habe, weil ich bin sonst immer eher so Kategorie, ich plane am liebsten alles durch, ich reserviere schon irgendein Restaurant zum Mittag und gucke, wo man frühstücken kann oder sonst was. Und Flo ist eher so der, ich laufe locker durch die Gegend und finde dann irgendwas. Also mal schauen, wie es läuft und wir werden wahrscheinlich einiges verpassen, aber falls ihr aus Aachen oder Umgebung kommt, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare ein paar Highlights oder ein paar Empfehlungen nennen, weil vielleicht kommt man ja noch mal vorbei. Ja, aber jetzt geht's los. Away from the fray. Let's not get stuck in our worries. We'll make our own way. Won't you come outside where the sunflowers bloom? Up to the moon. I'll meet you outside.
Is it an ache? Feels like a heavy burden, but I can't relate. Aber ich hatte einen schönen Tag, wirklich. Wir sind ja dann, wie ich ja sagte, ohne Plan einfach nach Aachen rein. Und es lief tatsächlich ganz okay, aber wir haben halt bei einem Punkt gemerkt, dass wir da doch meine Planfähigkeiten noch ein bisschen schätzen. Und das ist, wenn es dann ums Essen geht. Weil wenn wir sonst immer irgendwie morgens schon wohin fahren, dann gucke ich meistens, wo kann man vielleicht sich hinsetzen zum Frühstücken, bevor da alles voll ist und man nur mal eben auf die Hand was nehmen kann. Ich hätte nicht gedacht, wir haben jetzt gleich 6:30 und eigentlich, ja, langweilt man sich ja dann doch auch manchmal ein bisschen schnell. Aber wir haben es durchgezogen und wir sind einfach nur durch die Stadt geschlendert. Wir haben uns auch bei der Meierschen nachher einfach ins Café gesetzt und noch einen Kaffee oder eine heiße Schokolade getrunken. Ja, bei dem Wetter, ich bin ein bisschen bescheuert, aber wir hatten auch so wunderschönes Wetter. Also ich bin richtig froh, dass wir draußen waren und ich habe auch gute Schritte gemacht für mich. Ja, meine Uhr sagt irgendwie 13.600 so ungefähr. Kann ich mich nicht beschweren. Nee, also hat wirklich Spaß gemacht und ich habe noch ein bisschen was eingekauft. Wir sind aber auch am Ende, weil Aachen liegt halt direkt an der Grenze zu Holland und zu Belgien. Und wir sind dann auch mal kurz nach Belgien rein. Und ich fand das einfach so krass, weil da stand ja alles, auch in Aachen schon, alles hast du ja auf Deutsch, auf Niederländisch und auf Französisch teilweise da stehen. Und als wir dann da über die Grenze gefahren sind, weil wir da ein bisschen in den Supermarkt rein wollten, da war dann auch sehr viel auf Deutsch. Wir waren irgendwie in einem Carrefour, heißt der dann so, ich weiß es nicht. Weil wir einfach mal was anderes gucken wollten und da waren so viele gut und günstig Produkte, was ja von Edeka ist, wo ich dachte, okay, das muss ich jetzt hier nicht kaufen, das kann ich auch bei Edeka kaufen. Und wir haben die ganze Zeit Deutsch geredet, voll viele haben Deutsch geredet und da stand auch so viel auf Deutsch, selbst die Kassendinger so, ne, bitte, diese Kasse ist nicht geöffnet oder irgendwie sowas. Aber der Verkäufer hat konsequent Französisch geredet, obwohl wir die ganze Zeit Deutsch gequatscht haben, hat er nur Französisch geredet. Aber das ist ja nicht so das Problem, ne, so ein bisschen Schulfranzösisch habe ich ja dann auch noch drauf. Fühle ich mich immer ein bisschen sicherer, als tatsächlich, wenn ich irgendwie in Holland bin oder so und so gar nichts verstehe. So überhaupt nicht. Ja, ich glaube, ich fange mal ganz kurz an. Wir waren bei TK Maxx, einfach nur, weil Flo wollte, dass ich den einmal abchecke. Und ja, ich habe tatsächlich was gekauft, denn ich bin direkt in Pusheen reingerannt. Und ihr wisst, ich bin Pusheen-süchtig, ich liebe dieses Vieh. Und ja, eigentlich ist das gar nicht so, ich bin jetzt nicht so der Typ für Fußpflege, also so Cremes und sowas, bin ich ganz ehrlich. Aber trotzdem, das ist jetzt eine Softening Foot Cream. Dann noch ein Peeling und halt so eine Hornhautraspel oder was und Kuschelsäckchen. Aber Leute, es war Pusheen, also musste das auf jeden Fall mit, da wusste ich schon, geiler Start. Dann habe ich auch noch einen Nagellack von Essie mitgenommen. Den gab es tatsächlich für 3,99 €, da habe ich gesagt, okay, komm. Das ist die Farbe Dance Till Desert und, oder Dessert, ich weiß gar nicht so. Aber ist ein nettes Grün, konnte ich jetzt auch nicht da stehen lassen. Ansonsten einfach noch so eine Geburtstagskarte, ich fand die eigentlich ganz süß. Und tatsächlich eine Kerze, denn wie Flo schon richtig gesagt hat, ich habe jetzt einen Candle Warmer. Das ist wahrscheinlich geldbeuteltechnisch jetzt nicht mehr ganz so praktisch, aber gut. Ich habe mir mal wieder von DW Home eine Kerze mitgenommen, weil ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Aber gerade die letzten, die ich hatte, die rußen einfach wie
Hölle. Gerade die auch mit Ray Dunn in Kooperation waren. Deswegen wollte ich da erstmal ein bisschen die Finger von lassen. Aber es hat schon so nach Sommer geschrien. Es ist einfach so California Dreaming. Und der Deckel sagt das ja auch. Und es riecht halt sehr nach Zitrone. So ein bisschen wie so eine Zitronella-Kerze auch, wenn ich ehrlich bin. Ja, steht jetzt auch nichts genau drauf, außer California Dreaming, in welche Richtung das sonst geht. Aber ich habe gesagt, jo, der Sommer ist safe. Und ich glaube, das war alles von TK Maxx. Wir waren vorhin auch kurz noch bei DM einmal drin. Ich habe dann die Seife noch mitgenommen. Summer Wipes duftet nach Pfirsich und frag mich nicht, was das ist. Bougainvillee, Bougainvillee. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das für ein Wort ist. Bin ich raus, habe ich noch nie gehört. Und dann, wir brauchten eigentlich nur Klopapier, deswegen bin ich da eben reingesprungen. Und ich hatte relativ Glück, weil dieses Astronauten-Klopapier habe ich ja jetzt schon gehabt. Und ich freue mich immer, wenn es dann was anderes wieder gibt. Und tatsächlich, es ist zwar simpel, aber es sind ein paar Herzchen drauf. Also ganz cute eigentlich. Kommen wir jetzt aber zu den, ich sag mal, zu dem Schweinkram aus dem belgischen Laden. Wir sind ein bisschen bei den Chips hängen geblieben. Ich liebe ja Käsebällchen und da habe ich jetzt die mitgenommen. Also kann ich einfach nicht stehen lassen. Und noch mehr Käse gab es dann bei den Cheetos. Einfach Käseflips. So, für den Flo haben wir dann jetzt das hier eingepackt. Das ist halt so mit Brathähnchen einfach. Und hier hinten steht das auch drauf, dass da halt auch wirklich Hähnchenpulver mit drin ist. Weil manchmal hat man ja so Fleischchips, die eigentlich überhaupt gar kein bisschen Fleisch drin haben oder irgendwas in die Richtung. Ganz gerne auch bei diesen Bacon-Chips, also nicht die, die jetzt richtig aus Bacon und dann frittiert sind oder so, sondern diese nachgemachten billigen Kartoffel-Bacon-Stripes da einfach, da ist überhaupt nichts an Schwein drin. Das ist einfach nur Raucharoma. Da haben wir schon eine Doku gesehen. Das war schon wieder faszinierend. Naja, aber hier steht auf jeden Fall drauf, dass da wirklich Hähnchenpulver drauf ist. Also, ne, kann Flo die mal gerne probieren. Und wir haben dann noch eine Sorte geholt, wo ich das Gefühl habe, das kann entweder mega, mega eklig sein oder es ist voll cool. Weil wir wollten halt jetzt nur Sachen kaufen, die ich jetzt hier nicht um die Ecke so habe. Und von der Sorte gab es halt auch geriffelte Chips in Camembert. Ziemlich, ziemlich interessant. Ich habe die jetzt einfach mal mitgenommen. Also zu snacken haben wir definitiv genug. Aber wir sind auch noch in die Pokémon-Weingummis hier rein. Da gab es ja auch zwei Sorten, die habe ich ja gefilmt. Und ja, keine Ahnung, was das jetzt ist. Aber es ist Pikachu drauf, also musste das gekauft werden. Und ich habe noch so einen Schokoladenblock einfach mitgenommen. Von Code Dor. Ich kann nicht lesen. Ja, wahrscheinlich Gold. Ne? Also einfach eine Milchschokolade. Und das ist auch schon ganz schön dick. Und ich liebe ja diese belgischen Meeresfrüchte. Ne? Also hier diese teure Marke davon, wenn man mir die mal schenken will zum Geburtstag oder so. Das Problem ist, ich kann hier immer nicht aufhören. Oh, und dann kriege ich nachher wieder Probleme mit dem Magen oder so. Aber ich liebe diese Viecher. Und deswegen habe ich mir die jetzt einfach mal geholt und bin da schon sehr, sehr, sehr gespannt. Und was mag ich noch? Belgische Waffeln. Ne? Also hier diese Teile. Und ich habe mir die halt jetzt mit Schoko, mit belgischer Schokolade mitgenommen. Fand ich ganz cool. Und es gab auch noch in dieser Tiefkühlbackabteilung, da gab es auch noch solche Waffeln, die halt gefüllt sind. Und da habe ich halt auch wieder gemerkt, da standen alle Sorten auf Französisch drauf und ich voll happy mit meinem Schulfranzösisch. Oh, das ist Aprikose, das ist Erdbeer und was es da nicht alles gibt. Und naja, ich habe das jetzt einmal mit Creme Chocolat genommen und mit Pomme, also mit Apfel. Also habe ich was Fruchtiges und was Schokoladiges. Naja, ist auch mitgekommen. Dann habe ich noch einfach so, weiß ich gar nicht, ich bin da einfach reingerannt und dachte mir, ach, Pita-Soße ist wahrscheinlich einfach nur eine Knoblauchsoße, aber wollte ich einfach mal mitnehmen. Und was ich sehr, sehr interessant fand, war hier so eine Veggie-Wurst von Vegetarian Butcher. Die mag ich ja tatsächlich, die Marke sehr, sehr gerne, was auch so Schnitzel-Alternativen und so weiter angeht.
Aber diese Wurst habe ich jetzt bei uns noch nicht gesehen. Und ich finde es so faszinierend. Ne? Bei uns heißt es einfach The Vegetarian Butcher. Das ist ja einfach ein englischer Name und wir übernehmen das einfach. Aber hier ist es halt einfach irgendwie deutsch und ist das niederländisch? Ich weiß es nicht. Einmal Le Boucher Vegetarien oder was und The Vegetarisches Lager. Ich weiß nicht. Ich denke mal, es ist wahrscheinlich irgendwie niederländisch. Ja, fand ich cool. Aber ist halt Veggie-Wurst. Werde ich morgen garantiert beim Frühstück direkt mal probieren. Finde ich cool. Ich glaube, das war's. Wir haben auch noch Backwaren gekauft. Oh mein Gott, ich werde gleich erstmal in meine Tüten vom Bäcker reindiven und alles schnabulieren. Es ist vielleicht ein bisschen viel geworden, aber das zeige ich euch jetzt gleich auch nochmal. Ja, lecker, lecker, du. Aber fand ich cool. Ich hatte richtig, richtig Spaß, weil ich habe einfach gemerkt, sonst bin ich irgendwie so jemand, ich brauche so meine paar Punkte, wo ich mir so überlege, da möchte ich gerne hin und dann möchte ich die so schnell wie möglich abarbeiten. Und wenn ich das dann erledigt habe, dann bin ich halt irgendwie fertig und dann habe ich auch sehr schnell keinen Bock mehr. Und heute haben wir uns echt einfach nur, wir sind durch die Stadt gelaufen, wir haben teilweise, sind wir einfach der Nase nach und haben uns alles angeguckt in Ruhe. Ich habe auch jetzt nicht alles so mitgefilmt, ne? Aber sind einfach der Nase nachgelaufen und in Geschäfte rein, haben in Ruhe geguckt. Das war eigentlich auch ganz cool und uns einfach mal auch hingesetzt und dann halt nochmal, also ich zum Beispiel, ich hätte jetzt nie, wo wir in der Meierschen waren, ich hätte nie mich da in das Café jetzt noch gesetzt, weil ich so dachte, wir hatten doch irgendwann erst das Frühstück, ist doch noch gar nicht so lange her und eigentlich brauche ich das jetzt nicht so. Aber ja doch, es hat nochmal ein bisschen entschleunigt. Dann konnte man nochmal überlegen, was möchte man noch machen und das war, ja, war schön. Ich hatte Spaß, ich habe Sonne getankt, Leute. Ich bin viel gelaufen, also alles super. Jetzt muss ich hier nochmal die ganzen Sachen einräumen und dann mal die Bäckertüte plündern. Ja, fangen wir mal kurz mit dem Bäckerzeug an. Flo hat sich hier so ein fettes Mohnstück geholt. Der vermisst das so oft, wenn er mal beim Bäcker ist. Dann kriegt man vielleicht mal eine Mohnschnecke oder so. Oder so ein bisschen was, wo ein bisschen Mohn mit eingearbeitet ist, aber nicht, wo so richtig fett Mohn ist. Ist ja nichts für mich, ne? Aber so hat Flo wenigstens was. Das andere ist, kennt ihr Streuselbrötchen? Ich kannte das nicht. Ich habe es im Internet gesehen. Ja, ich gebe es zu. Ich habe gestern einmal kurz geguckt, was es in Aachen vielleicht so gibt. Aber dann habe ich gesagt, ich lasse es sein. Und einer hat halt gemeint, Streuselbrötchen sind wohl der Shit. Habe ich hier noch nie gesehen. Das habe ich jetzt, wo haben wir das geholt? Bäckerei Druven. Da hat sie jetzt im Internet auch geschrieben, dass das die besten sind für sie persönlich. Also ich habe keinen Vergleich. Schreibt mir mal, ob ihr Streuselbrötchen kennt. Ich kannte es nicht. Aber wir waren auch noch bei Leo und das war ja direkt das erste, wo ich auch gefilmt habe. Und da habe ich mir so Apfel-Berliner mitgenommen. Sehr, sehr cool. Ja, gut, und hier ist jetzt noch so ein Croissant mit einer Vanillecreme drin. Aber ich werde mir jetzt das erstmal gönnen und Flo sein Teilchen da. Und ich glaube, dann ernähren wir uns heute den restlichen Abend davon. Also die Kalorien möchte ich heute wirklich nicht zählen, aber die zählen auch, glaube ich, generell einfach nicht. Ach so, das habe ich irgendwann mal bei Rewe geholt. Ich fand das ganz süß, weil das irgendwie so durchsichtig war. Ich bin Verpackungsopfer. Ja, werde ich mir jetzt dabei auch noch gönnen. So, Leutchen, wenn ihr DM-Holz und so weiter mögt, dann kommt ihr jetzt auf eure Kosten, denn ich habe so viel angesammelt, wirklich. In der Zeit, wo ich nicht gefilmt habe, waren wir bei Rossmann und bei DM. Und in der Zwischenzeit war ich nochmal bei DM, / mein DM-Paket ist angekommen. Und man merkt einfach, man hat jetzt einen Jahreszeitenwechsel, es kommen neue Frühlingssachen raus, es kommen aber auch schon die Sommersachen raus. Und natürlich muss ich dann meine Drogeriesachen ein bisschen updaten, weil ich habe keinen Bock mehr auf Winter und sonst irgendwas. Ja, ich würde sagen, wir fangen, glaube ich, mal mit dem Bescheuertsten an. Ich war nämlich bei Rossmann und ich habe so viele Badezusätze gefunden, die es entweder bei DM nicht gibt oder zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Also kann sein, dass es das auch bei DM mittlerweile gibt. Aber ihr wisst ja, ich liebe Baden. Ich gehe eigentlich fast immer einmal die Woche baden, außer jetzt. Also jetzt Sonntag war ich nicht baden. Aber ansonsten gehe ich wirklich gerne baden, auch wenn es warm ist. Es ist mir sowas von egal. Und da fangen wir mal eben kurz an.
Beim ersten habe ich mich ein bisschen vergriffen, weil ich war so, ich packe alles ein und habe nicht gesehen, dass das ein Peeling ist. Aber ich fand es trotzdem ganz süß. Salty Melon Love von TT Sept, ein pflegendes Badepeeling mit dem Duft nach Wassermelone. Werde ich auf jeden Fall benutzen. Ich bin zwar nicht so der Peeling-Typ, also ich habe zwar schon welche, aber unter der Dusche halt, irgendwie in der Badewanne habe ich mich jetzt noch nicht so viel gepeelt, aber was nicht ist, kann ja noch werden. So, dann habe ich von TT Sept zwei Schaumdinger, die sind flüssig. Einmal das mit den Flamingos, Flamazing Kisses mit Vanille und Erdbeere und Tropical Paradise mit Passionsfrucht und weißer Pfirsich. Sommer, hallo. So, von Kneipp habe ich aber auch was Flüssiges für sehr viel Schaum. Und zwar die Schaum Queen in Cranberry und Rollbusch. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Finde ich sehr cool. Und natürlich auch von Isana, wenn man schon bei Rossmann ist, die Eigenmarke. Nochmal ein bisschen was mit Melone. Also ist auch beides flüssig. Melonenliebe mit sommerlichen Melonenduft. Sehr cool. Und noch ein Schaumbad. Du bringst mich zum Strahlen. So eine Limited Edition. Natürlich muss das dann mit. Ich bin aber auch unruhig. Ich schmeiß alles durch die Gegend. Aber das fand ich auch sehr, sehr cool. Dann habe ich nochmal von True by TT Sept habe ich auch nochmal drei kleine geholt. Einmal Schaumparadies, also auch flüssig die beiden jetzt. Kokos Passionsblüte und Schaumtraum mit Pfirsich Frangipani Blüte. Sehen auch sehr cool aus. Und dann gab es aber noch einen von der Sorte, die das ist aber wieder ein Badesalz. Und zwar Funkelfreude, duftet nach Honigmelone und blauer Magnolie. Ein blau schimmerndes Badeerlebnis. Yay, ich liebe so einen Quatsch, ja, ne? Und dann ist aber der Sommer nochmal richtig durchgeknallt hier mit Deins. Der ist doch so süß, ne? Also Deins ist ja von Dresdener Essenz. Schaumbad für Sonnengenießer mit Mango, Pfirsich und Vanille. Der war sehr, sehr süß. Und ebenfalls von Deins, aber auch mal wieder Salz, ist einmal Make-A-Wish. Glitzerndes Badepuder für magische Wunder. Riecht nach Lotus und Pfirsichblüte. Und das blaue hier ist 5 More Minutes Badeschaum für Schlafmützen mit Kokosnuss, Lavendel und Jasmin. Ich weiß gar nicht, warum ich das zum Beispiel geholt habe. Kokosnuss und Lavendel sind jetzt beides so rohe Düfte, die ich jetzt nicht unbedingt inhalieren würde, aber manchmal ist die Kombi so mit anderen Sachen dann doch ganz okay. Und das letzte ist dann auch nochmal, also ich habe sehr viele flüssige Dinger. Ich weiß nicht, warum die gerade jetzt im Sommer vermehrt flüssig sind und auf Schaum ausgelegt sind. Keine Ahnung. Melone, Erdbeere und Minze. Eis, Baby. Ziemlich süß. Also da bin ich auf jeden Fall eingedeckt und dachte mir, Seife muss aber auch her. Und da habe ich mir auch die Du bringst mich zum Strahlen Seife einmal mitgenommen, was ich ja auch als Badezusatz jetzt habe. Und eine milde Seife, mit dir ist das Leben schön. Und ich bin zwar ja der Katzenmensch, aber ich fand das trotzdem ganz süß. Und ich liebe es einfach, unterschiedliche Sorten in allem so zu haben. Abwechslung, das ist mein zweiter Vorname, was das angeht. Und ja, dann ist das halt mitgekommen. Und noch ein Duschgel, wo ich wieder dezent an meine Arbeitskollegin denken muss. Überall, wo ein Vogel drauf ist, schreit automatisch ihren Namen. Exotic Oasis. Cremedusche duftet nach exotischen Blüten und Wassermelone. Sehr, sehr cool. Dann gab's halt DM. Und was soll ich sagen? Ich habe ja noch nicht genug Badezusätze, ne? Nein, also das waren wirklich nur noch drei, die ich halt auch noch nicht gesehen habe, beziehungsweise die ich nicht habe. Einmal nochmal von TT Sept, so ein bisschen zurückgehaltener, nicht jetzt so mega quietschebunt und spaßig, sondern einfach nur Pink Grapefruit und Mango, ein Pflegebadesalz. Ich liebe Pink Grapefruit und fand das ziemlich cool, dass es das als Badezusatz gab. Und dann noch zwei von eben Deins. Und das ist einmal Be Happy and Bright. Blutorange, Nektarine und Kokosnuss. Und eins, wo ich echt erst zweimal hingucken musste, ob das wirklich nicht irgendwie... Ich meine, im Endeffekt ist es eh scheißegal, ob es für Kinder ist oder nicht. Aber nein, es ist tatsächlich ein ganz normales, nicht extra für Kinder hergestelltes Badezusatz.
einen Badezusatz, nämlich Cactus Crackle, Badesalz mit verrücktem Knistereffekt, Erdbeere, Orange, Zitrone. Und wie cool ist das denn? Meinem Neffen kaufe ich ja ständig irgendwelche Kinderbadezusätze, die alle irgendwas können. Entweder glitzern die oder die haben so einen Farbverlauf oder eben die knistern. Und jetzt kann ich auch mal knistern in der Badewanne. Yay! Also, das ist so ein Kitsch, den fand ich eigentlich ganz, ganz cool. So, dann bin ich noch bei Tuchmaske hängen geblieben bei DM. Einmal gab es ja auch so eine Limited Edition mit diesem Otter, aber ich habe mir da nur die Gesichtsmaske von geholt. I'm not like the Otters mit blumig-fruchtigem Duft. Dann noch die super coole, schicke hier Fruity Rainbow mit Wassermelonextrakt, Kirschextrakt und Hyaluron. Aber ich habe schon mal ein bisschen vorgedacht, wenn jetzt wieder der Sommer kommt und am Wochenende haben wir ja schon gemerkt, wie krass die Sonne tatsächlich sogar im April jetzt rumkommt. Eine Aftersun-Tuchmaske. Ist auch neu, habe ich mal mitgenommen. Und noch eine von Beauty oder sowas. Avocado, Kurkuma, Almond Butter, also Gurke und sowas. Ja, sah auch sehr interessant aus. Ich glaube, ich zeige euch jetzt noch, ja, wenn wir schon bei Masken waren, mache ich jetzt die Gesichtspflege. Ich habe mir nämlich von Balea, ich teste mich da gerade so ein bisschen dadurch. Ich hatte ja eine mal, die war in einer Beauty-Box, die fand ich ganz supi, aber jetzt habe ich eine andere, die ist, glaube ich, nicht 100% so für mich. Die bin ich ein bisschen sehr schnell ölig. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall mal eine Tagescreme von Balea einfach geholt, Niacinamide oder wie auch immer die heißen, jupp, und als Nachtcreme noch eine Urea-Nachtcreme, ja, kann ja eigentlich nicht schaden, und da dachte ich mir, hey, wie gesagt, die Sonne kommt, und ich habe mir mal sowas mitgenommen jetzt, das ist von Sundance, also die Eigenmarke ja auch von DM, ein Hydro- und Sonnenschutzserum, hat den Lichtschutzfaktor 50+, und hat aber auch einen Feuchtigkeitsboost. Ne, ist parfümfrei, ist halt nicht wasserfest, aber ich fand, das war ganz interessant, weil ich bin echt happy, dass es immer mehr Sachen fürs Gesicht gibt mit Lichtschutzfaktor. Früher, ey, mein Gott, da hast du dir, wolltest du dir gar nicht die normale Sonnencreme ins Gesicht klatschen. Dann habe ich extra schon mal Sonnencreme fürs Gesicht gefunden, vor 2 Jahren oder so. Die fand ich auch ganz nett. Aber hier hat man halt jetzt wirklich auch noch Pflege und mehrfach auftragen, um den Schutz aufrechtzuerhalten, insbesondere beim Schwitzen oder nach dem Schwimmen und Abtrocknen. Ja, ist klar. Aber man vergisst, glaube ich, ganz gerne mal den UV-Schutz fürs Gesicht, und das sollte ich nicht machen, gerade weil ich halt wirklich eine wandelnde Kalkleiste bin. Ich ziehe die Sonne ja dann auch nochmal an, ne? Und noch zum Abschminken habe ich mir von Garnier meinen Augen-Make-up-Entferner mitgenommen, der wasserfeste Wimperntusche abmacht. Ich liebe ihn und kaufe ihn immer nach. So, jetzt bin ich also, ja, was dekorative Kosmetik angeht, bin ich ja so ein bisschen, was ich mir ganz oft sage, ich brauche das alles nicht. Und oft kann ich mich auch zurückhalten, aber irgendwie ist das diesmal ein bisschen mehr geworden. Fangen wir mit den Nagellacken kurz an. Da habe ich mir nämlich 2 geholt. Einmal so eine rosa Fliederfarbe von Trended Up. Das ist Glossy Gel. Welche Nummer bist du denn? Haben die nicht immer so Nummern? 150? Kann sein. Ja, auf jeden Fall ist die mal mitgekommen. Und dann gab es noch eine Limited Edition hier von Essence mit Harley Quinn. Und da ist halt diese Farbe. Ich fand die eigentlich recht cool. Irgendwie mal wieder sowas anderes. Also durfte die mit. Boah, das kann man mit dem Glitzer aber auch immer echt schlecht lesen. Es ist die Farbe 02 Chaos Queen. Jo. Sah sehr cool aus. Und ich habe einen, ja, ich bin nicht ganz so zufrieden mit meinem Unterlack momentan. Ich habe gerade einen von Essie, aber ich habe das Gefühl, sobald da dann doch irgendwelche leicht rötliche Farben draufkommen, färbt das trotzdem ab. Und ich habe irgendwie so einen gelben Unterton auf den Fingernägeln. Und das finde ich sehr, sehr schade. Deswegen
habe ich mir jetzt einen von Essence geholt. Color Grip Base Coat. Der soll angeblich ja auch schützen vor Abfärben. Sollte der nicht ausreichen, habe ich noch einen von Catrice geholt. Ist sogar ein reparierender Unterlack, das ist auch nicht schlecht. Bond Repair. Soll also die Nägel auch noch stärker machen. Bin ich sehr gespannt. Und falls ich mit Cosnova, das ist Essence und Catrice, die gehören zu Cosnova, sollte mir das nicht gefallen, habe ich immer noch Manhattan. Denn auch mit Manhattan bin ich immer sehr zufrieden. Und das ist auch ein Basecoat 5 in 1. Stärke, Schutz, Halt, Glanz und schnell trocknend. Ja, also ich glaube, da kann echt für die Zukunft nichts mehr schief gehen. Da ich mir sehr, sehr viel meine Nägel lackiere, ist es auch sehr vertretbar, dass ich 3 Stück gekauft habe. Ja, und dann habe ich meinen heißgeliebten Augenbrauenstift von Catrice nochmal nachgekauft. Das ist ja der Eyebrow Stylist. Ich habe immer die Farbe 020 Date with Ashton. Benutze ich immer, liebe ich. Jeden Tag, wenn ich rausgehe. Sei denn, ich schmink mich gar nicht. Aber was eher ungewöhnlich ist, ist, dass ich mir mal einen Lidschatten gekauft habe. Einen einzelnen wieder. Von Trended Up einfach Ultimate Eyeshadow. Weil ich habe echt nicht so viele Blautöne. Und wenn ich Blautöne habe, dann sind das so diese richtig dunklen, eher so Mitternachtsblautöne. Manchmal habe ich aber auch einfach nur so ein helles Blau. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, gönne ich mir die Farbe einfach mal. Das ist die Farbe 250. Weil ich glaube, jetzt kommen so ein paar blaue Töne im Sommer dann doch mal wieder mehr raus. Lippenstifte, oh mein Gott. Ich habe mich ja jetzt damit beruhigt, dass ich gesagt habe, ja, ich kann das kaufen, weil ich ja jetzt wieder vermehrt Büchervideos drehe und mich da ja wieder gerne so zurechtmache und dann neue Lippenprodukte austeste. Ich sollte vielleicht auch nochmal drehen. Ich sagte ja schon, es gab eine Limited Edition mit Harley Quinn und da habe ich mir auch so ein Lippenteil hier geholt. Ein Jelly Lipstick in der Farbe 02 Gotham Glam. Soll so ein korallfarbener Pfirsichton, den man dann unten wieder schön drücken darf, damit der höher geht. Ja, macht er nicht. Liebe ich. Ah ja, jetzt geht er hoch. Hui. Ja. Also so ein bisschen farbig, aber trotzdem noch natürlich. Ein bisschen krasser wurde es dann mit Trended Up. Hero Stay Matte Lipstick hält bis zu 5 Stunden. Aber guckt euch diese Farbe an. Ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt die Farbe für den Sommer, die 035. Aber ich fand das ganz cool, so dieses Brombeerige. Das wird definitiv auch mal drauf kommen. Dann, wenn wir schon bei Trended Up waren, da gab es auch ein Fruity Lip Stain, Pretty in Tint. Da bin ich mich schon, also da ärgere ich mich schon wieder. Da war ich wieder so ein Opfer, weil ich mir dann denke, diese Gloss-Dinger, die so ein bisschen Farbe hinterlassen, die dann auch wirklich nicht abgeht, es sei denn, man packt die mit so Ölzeug ab, mag ich eigentlich gar nicht so gerne. Das ist so dumm. Naja, auf jeden Fall ist das die Farbe 010, das ist so ein Orange-Rot. Mal schauen, wie das sein wird. Aber ich glaube, da habe ich ein bisschen zu schnell gekauft und nicht nachgedacht. Von Manhattan gab es jetzt so schicke weiße Lippenstifte. Und das ist die Farbe 960 Pink Key Promise. Das sieht so aus. Ich finde das ganz schwer zu beschreiben. Irgendwie hat es so was Altrosanes, aber auch was Korallenes. Und es schimmert sehr, sehr schön. Ich finde, man muss das eh nachher mal irgendwann auf den Lippen sehen. Und ganz zum Schluss auch nochmal von Catrice. Ja, wieder so ein bisschen was Dunkleres. Fuchsia Fling. Das ist ein... sind ja schon wieder genau die gleiche Scheiße. Ein Seeking Flowers. Das war halt eine Limited Edition. Hydrating Lip Stain. Färbt die Haut ein. Achtung, Lippentinte. Anna, warum? Ja, dumm. Aber egal. Und damit das ganze Make-up nachher auch noch hält, habe ich mir von NYX noch ein neues Fixing Spray geholt. Das ist The Marshmallow Setting Spray. Ne, macht halt mattes Gesicht und sorgt dafür, dass das Make-up länger hält.
benutze ich auch jedes Mal, wenn ich mich mal richtig schminke, kommt immer sowas drauf. Und ja. Wir sind immer noch nicht durch, Leute. Wisst ihr das eigentlich? Okay, ich habe euch vor ein paar Minuten habe ich euch die andere Seife davon gezeigt in nach Aachen, meinen kleinen Mini-Haul. Und das ist jetzt die andere Sorte, die ich ja schon geholt hatte mit Kokos und Frangipani. Und natürlich gab es da auch wieder eine Menge Duschgel, Leute. Ich glaube, ich zeige euch einfach komplett hier das ganze Trio. Die Sommer-LE, die es da von Balea gerade gibt. Nämlich Summer Vibes, Pfirsich und ja, das, was ich schon vorhin nicht aussprechen konnte. Dann Summer Joy mit Zitrone und Orangenblüte. Und ja, Kokos Frangipani, Summer Paradise. Nicht nur als Seife, sondern auch als Duschgel. Und es gab aber auch von Balea einfach nur Pink Grapefruit. Und wie ich vorhin schon sagte, ich liebe Pink Grapefruit wirklich total. Und finde ich eigentlich nicht schlecht, dass es das auch mal so als einzelne Sorte gibt. Aber ich muss ja natürlich noch ganz, ganz viel duschen. Und ich habe ja auch überhaupt gar kein Duschgel in meinem Schrank. Oh, Flo darf das nicht sehen. Der denkt da auch wieder, der beißt mich ein. Ja, von Jean and Len oder Jean and Len habe ich das Duschgel Grüner Tee und Thymian. Das fand ich ganz cool, weil es mal irgendwie anders ist. Das riecht halt wirklich irgendwie so nach diesem grünen Tee, aber auch sehr würzig und spicy so. Das finde ich interessant. Und deswegen habe ich es mir geholt, weil ich halt finde, es ist mal ein anderer Duft als so diese gängigen, die man sonst so hat. Dann habe ich mal tatsächlich ein Duschgel von Palmolive geholt. Ist jetzt auch nicht so die Marke, die ich ständig kaufe, aber Forever Happy, wer will das nicht, ne? Ja, soll auch wohl Frangipani und Neroli haben. Soll aber auch hier die Stimmung boosten, also bin ich mal sehr gespannt, ob ich danach happy bin. Und weil nicht nur die Stimmung geboostet wird, sondern auch der Sommer, habe ich nochmal eine Aromaschauer von Weleda. Auch eine Marke, wo ich eigentlich nicht so regelmäßig Duschgele kaufe. Ja, Aromaduschgel, Sommerfrische für Körper und Sinne, Lime und Orange und Kardamom. Bin gespannt. Gott, ich raste heute nur aus, der arme Tisch, ey. So, aber auch beim Deo habe ich mal ein bisschen zugeschlagen. Ist ja jetzt bald wieder große Schwitzi-Zeit. Und ich mag die Deos von, also die Antitranspirante, muss ich ja so sagen, von Rexona total gerne. Und die haben jetzt eine neue Sorte, und zwar dieses 72-Stunden-Deo und Schweißschutz. Als ob ich 72 Stunden Schutz brauche, ich gehe dann, egal. Ihr duschen, aber wir haben hier einmal Cotton Dry. Und Uplifting and Fresh, ein Antitranspirant in wahrscheinlich so einem Wassermelonenduft. Fand ich sehr cool, wird auf jeden Fall benutzt. Und ja, ich bin auch ein Mensch, der Deo-Roller benutzt. Also mir ist das völlig egal, ob ich jetzt sprühe oder roll. Ich habe auch mittlerweile einen Stick, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Ah, okay. Weil das ist ja schon eher so Sommer. Jetzt habe ich aber noch was Blumiges, nämlich Bright Bouquet. Auch aus dieser gleichen Richtung. Fand ich ziemlich süß. Und der ist irgendwie klein. Der ist knuffig. Und das Letzte, was ich jetzt auch für euch habe, sind Sachen für die Haare. Wie ich schon erwähnt habe, es gibt eine neue Limited Edition von Harley Quinn mit Essence. Ja, und da gab es halt tatsächlich diese Scrunchies. Das sind ja so Dinge, da habe ich auch erst mich so ein bisschen gegen geweigert. Irgendwie, ich meine, jetzt trage ich auch keinen. So im Alltag trage ich die tatsächlich nicht. Aber ich mag die zu Hause sehr gerne, wenn ich so im Gammelmodus bin am Wochenende oder so, oder ich Feierabend habe und ich will die mal kurz hochmachen, dann mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Oder auch zum Schlafen, wenn ich mir die mal irgendwie so ein Dödel da auf den Kopf mache. Da finde ich die wirklich sehr, sehr angenehm. Und ja, von Essence gibt es jetzt diese, ne, in den Farben von der guten Frau hier. Und deswegen durfte das mit. Aber auch Balea, also Ebelin, die Eigenmarke von DM, hatte so frühlingsfarbene Dinger. Die habe ich dann auch mitgenommen. Aber ich wollte mir auch noch normale Haarbänder holen. Und ja, das ist ein bisschen kitschig vielleicht, aber ich fand das einfach ganz süß, dass das mal eine andere Farbe hat. So ein bisschen Frühlingsfarben. Und dann habe ich mir auch selber wieder ein Geschenkset gegönnt. Ja,
kaufe mir die ja super gerne. Das sind immer so Sorten, die man sonst so da nicht hat. Von Langhaar-Mädchen, und zwar Shampoo und Conditioner mit Spring Blossom. Mit Kirsch- und Mandelblütenextrakt, intensive Pflege und Geschmeidigkeit. Ja. Ich glaube, ich bin wirklich in alle Richtungen ausgestattet. Von dem ganzen Putzzeug will ich gar nicht erst anfangen, was ich noch geholt habe. Leute, es ist viel, ich weiß. Und ich muss jetzt erstmal wieder Duschgele aufbrauchen, bevor ich neue kaufen kann. Und Badesachen. Ja, aber ich stehe halt auf diesen Kitsch. Und wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann seht ihr ja auch die Sachen, die ich dann aufgebraucht habe. Also, falls euch interessiert, wie ich eins von diesen Sachen irgendwann mal gefunden habe, schaut da gerne regelmäßig mal vorbei. Immer wenn ich so genug angesammelt habe, dann zeige ich das auf Instagram in der Story und schreibt dann bei manchen Sachen was dazu und bei einigen sage ich nur, jo, war okay. Oh, Flo kommt jetzt auch gleich nach Hause, ich muss das jetzt auch alles schnell wegräumen und irgendwie bin ich sehr, sehr müde. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin, ne? Long time no Fahrschulgequatsche, das wollte ich eigentlich sagen. Ich hatte heute Homeoffice und danach hatte ich wieder eine Fahrstunde. Und mittlerweile, ja, ist es irgendwie, ich kann es einfach gar nicht beschreiben. Hättet ihr mich letzte Woche gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, ich fühle mich immer sicherer von Mal zu Mal und Sachen klappen auch gut. Vorletzte Woche war auch das erste Mal, dass ich den Wagen nicht einmal habe absaufen lassen. Ich war so happy. Und mein Problem ist dann immer nur, wenn ich dann mal wieder etwas mehr als eine Woche oder so Pause dazwischen habe. Wieso zum Beispiel? Ja, das kann passieren, wenn mein Fahrlehrer zum Beispiel krank ist oder wenn ich dann krank bin oder wenn ich nicht rechtzeitig einen Termin noch bekomme, weil ich kann nun mal nicht immer, da ich ja arbeiten bin, ne, kann ich das höchstens nach der Arbeit machen, wenn ich dann einen Termin bekomme oder in der Homeoffice-Zeit. Und da gibt es halt so diesen warum bin ich beim Fahrstuhl heute die ganze Zeit? Ein Fahrstundenplaner und da geht es halt wirklich, wer zuerst kommt, mal zuerst, ne? Und ich habe jetzt relativ Glück, aber da war zum Beispiel auch jetzt eine Woche, da waren nur Termine offen, wo ich halt überhaupt nicht gekonnt hätte. Und da merke ich das jetzt. Jetzt habe ich etwas, wegen Ostern und so, fiel ja auch mein Freitag zum Beispiel weg und so weiter. Merkt man halt schon, dass wenn man etwas mehr als eine Woche nicht gefahren ist, dass sich das erstmal wieder komisch anfühlt. Und ich mache mir schon wieder selber Kirre und habe total Schiss dann vorm Fahren. Aber das Dumme ist, sobald ich dann da drin bin in dem Auto, geht es eigentlich. Ich hatte heute auch wieder mir total viele Gedanken gemacht und war schon so, ich will eigentlich überhaupt nicht. Und kaum war ich drin, ging es. Und ich habe den Wagen nur fast absaufen lassen. Das war aber, weil wir diesmal ein bisschen mehr geguckt haben, mal wegen Runterschalten. Das habe ich nämlich sonst auch noch nie gemacht. Aber so, ich fühle mich eigentlich sicherer mittlerweile mit dem Anfahren auch. Da bin ich sehr, sehr happy. Ich werde halt nur immer ein bisschen nervös, wenn es halt diese kleinen Sachen sind. Ne? Ich fahre auf eine Ampel zu. Oh mein Gott. Kann ich jetzt, wird das jetzt wieder grün und oh, die fahren los, bleibe ich jetzt stehen? Hups, ich hätte noch weiterfahren können, keine Ahnung, solche kleinen Sachen. Und ich mache mich sehr schnell kirre. Ich habe auch zu ihm gesagt, ich merke das richtig nach dieser Woche, irgendwie fühle ich mich sehr unsicher, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr so unsicher war in letzter Zeit. Und da hat er auch gesagt, nee, ich stehe mir oft selber im Weg, weil ich mir so viele Gedanken mache oder mich selber so verunsicher, obwohl ich ja eigentlich das von den Grundlagen her gut kann, die einfachen Sachen. Also ich bin immer noch nicht irgendwie Special-Fahrten gefahren oder so. Ich fahre einfach nur ganz normal durch den Straßenverkehr. Aber wir haben auch schon einen U-Turn gemacht mittlerweile. Ich habe gewendet. Ne, dieses Zeug, das haben wir auch schon gemacht. Der hat mich ganz schön getriezt mit den Straßen, mit den Anliegerstraßen, wo ich dann gerne reinfahre. Nee, darum, also ich habe eigentlich, wenn ich dann im Auto sitze, selber gar nicht mehr so die Angst. Eher vor den anderen Verkehrsteilnehmern tatsächlich, weil manche sind einfach dämlich wie Scheiße und das sag ich dann schon. Aber es ist halt einfach immer wieder faszinierend, wenn ich fahre und die Leute, die kommen einfach
aus einer anderen Straße rausgefahren, obwohl die gar keine Vorfahrt haben. Die kommen aus einer Parklücke einfach rausgefahren, obwohl ich direkt dahinter bin. Und ich denke mir immer so, boah Leute, weißt du, Dreistigkeit siegt. Aber okay. Oder schön sind halt auch die, ich kann es verstehen, dass man sich vielleicht denkt, man möchte nicht hinter einem Fahrschulauto stehen. Ich war an der Ampel und direkt davor, so, also das war halt eine Bahnhaltestelle, deswegen war davor eine Ampel und dahinter nochmal eine Ampel quasi. Und ich stand halt an der vorderen Ampel und da hat sich jemand hinter mir gedacht, oh nee, ich will nicht hinter der alten stehen. Ich nehme dann die andere Spur. Wäre ja auch völlig okay gewesen, hätte er nicht direkt, als die Ampel dann grün wurde, vor mir so hart eingeschert, weil er dann nämlich wieder rechts fahren wollte. Also sorry, die 2 Sekunden, die ich vielleicht länger brauche als andere zum Anfahren noch, hättest du doch noch hinter mir bleiben können und dann in Ruhe rechts abbiegen können und nicht, nein, erst noch vor mir und dann da rechts und dann musstest du ja wieder abbremsen da vorne, sodass ich auch abbremsen musste und mir nur denke, ja. Nein, also ich mache mir da ja auch nicht so den Stress. Ich will das wirklich in Ruhe alles lernen. Ich will nicht am Ende meinen Führerschein in der Tasche haben und noch Angst vorm Straßenverkehr haben oder sonst was. Deswegen nehme ich mir die Zeit. Ich meine, ich kann ja auch wenigstens sagen, dass ich so privilegiert bin und halt arbeiten gehe und mir deswegen die Fahrstunden ja auch leisten kann. Ich überlege mir so, wenn ich jetzt noch Schüler wäre oder so, oder ich hätte irgendwie das mit einem Nebenjob oder sowas durchziehen müssen. Also Führerschein kostet schon Geld. Also definitiv. Deswegen bin ich halt ganz happy, dass ich nur meinen Vollzeitjob habe und arbeiten gehe und mir dann den Scheiß auch finanzieren kann irgendwie, ne? Das ist schon hart. Aber deswegen, wie gesagt, erwartet von mir keine Wunder, kein Wunderflug oder so, dass ich sofort meinen Führerschein in der Tasche habe. Darauf lege ich es nicht an. Ich will das wirklich entspannt, in Ruhe und alles safe. Und ich habe jetzt schon Schiss, wenn wir mal richtig ordentlich einparken oder so, seitlich, Himmel, Jesus, oh mein Gott, oder Autobahn irgendwann. Aber da will ich noch gar nicht drüber nachdenken. Wir machen jetzt erstmal die Basics und alles gut, ne? Ja, Flo ist ja auch jetzt krank, den hat es total erwischt und ich bin ganz happy, toi toi toi, dass der Catch an mir vorbeigegangen ist. Dafür hatte ich es ja Anfang des Jahres so heftig, wo er es nicht wirklich hatte. Ja, deswegen, wir sind gerade so, normalerweise ist er so unser Koch. Ich meine, ich könnte zwar auch so ein paar Basics, aber wir haben auch nicht so tolle Sachen, dass ich jetzt was davon kochen möchte. Also habe ich Essen bestellt. Ja, ich hatte mal wieder voll Bock auf so China-Nudeln. Deswegen warte ich jetzt gerade noch auf unser Essen. Und mal schauen, wie es dann jetzt so wird, weil ihr habt ja jetzt gesehen, das mit Aachen lief ja ganz gut. Eigentlich wäre ja Flo jetzt dran fürs nächste Wochenende. Soll ja auch recht schönes Wetter werden, aber es kommt halt jetzt drauf an, wie es ihm geht, ne? Also wenn es ihm natürlich scheiße geht, dann machen wir hier ganz Piano. Und wenn er sagt, ich gehe es ein bisschen besser machen, weil trotzdem vielleicht Piano. Also ich glaube nicht, dass das nochmal so eine große Weltreise wird. Aber das meine ich nämlich. Das ist ja alles spontan und man kann gucken, wie es so läuft. Ja, ich hoffe, euch geht's aber gut. Ich hoffe, ihr seid alle gesund oder zumindest soweit es geht. Und jetzt höre ich auf, weil ich hoffe, mein Essen kommt jetzt gleich. So, gleicher Ort, andere Zeit, anderes Thema. Ich habe euch ja noch versprochen, dass ich einmal kurz versuche, die Filme anzureißen, die ich jetzt gesehen habe, was alles Liebesfilmchen sind. Manche romantische Komödien, manche eher weniger lustig, aber ist ja Geschmackssache, ne? Und wir fangen direkt mal mit die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick an. Damit ging nämlich alles los und ich war so überrascht, denn das ist eine Buchverfilmung und das Buch habe ich vor gefühlt 1000 Jahren mal gelesen. Und ich fand es okay, aber es hat mich auch ein bisschen gelangweilt, weil es eigentlich nur ein einziges Setting großartig gab in dem Buch und das ist ein Flugzeug. Denn wir haben hier 2 Personen, die sich im Flughafen, am Flughafen und dann auch im Flugzeug kennenlernen. Die verbringen den Flug miteinander und erfahren so ein bisschen was voneinander und am Ende, ja, trennen sich ihre Wege und das war halt, ja, wegen Komplikationen wissen die halt nicht, wie sie jetzt wieder Kontakt aufnehmen können und versuchen sich dann halt irgendwie wiederzufinden.
Im Buch fand ich es ein bisschen schnell abgefertigt am Ende und der Flug war halt hauptsächlich so der Ort, wo wir uns aufgehalten haben. Aber im Film haben sie das definitiv besser gemacht. Das hat mir von den Locations und so viel, viel besser gefallen. Und ich fand das richtig, richtig süß. Also das war wirklich ein Film, wo ich dachte, geiler Start, so kann es weitergehen. Ja, dann habe ich aber auf Amazon Prime die andere Zoe geguckt und das war merkwürdig. Es gibt eine Person, also Zoe, die denkt, der Valentinstag und alles mit Liebe und so ist nur ein Konstrukt und man will Geld machen und wahre Liebe gibt es gar nicht. Und dann wird sie von so einem Fußballspieler angeschossen und trifft dann aber auch noch auf einen anderen Typen, der die Sache genauso sieht wie sie. Und dann ist sie natürlich direkt so, oh mein Gott, der sieht es genauso wie ich. Ich bin nicht die einzig Verrückte. Ich finde ihn plötzlich völlig interessant, obwohl ich ja nicht an Liebe und so einen Schwachsinn glaube. Auf jeden Fall hat dann der Fußball-Fuzzi einen Autounfall und verwechselt unsere Zoe mit seiner Freundin Zoe. Denn er hat eine, die sehen sich ein bisschen ähnlich vom Typ und er hat nämlich eine Gehirnerschütterung und es heißt halt, er soll sich jetzt nicht aufregen. Deswegen denkt sie halt, okay, ich kann ihm das ja jetzt schlecht sagen. Und ab da ging es eigentlich bergab, weil ich mir immer so denke, die hat sich dann wieder ein Konstrukt gebildet, warum sie jetzt die Freundin spielen muss, auch vor den Eltern und allem, weil sie ein anderes Ziel verfolgt, also ein sehr eigensinniges. Und ja, dann leben die halt auch ein bisschen Zeit zusammen. Ne? Die gehen auch zusammen Skifahren und alles. Und irgendwo fand ich es süß. Ich fand auch gut, wie es geendet hat, weil es war tatsächlich was auch dabei, was ich jetzt nicht erwartet habe. Aber gleichzeitig so dieses, boah, warum musst du jetzt das machen? Das ist so, ich will das nicht sehen. Das tut mir weh. Ja, war irgendwie so ein 50-50-Film. Hatte sehr gute Momente, aber auch so Momente, wo ich nur mit dem Kopf geschüttelt habe. Ne? Aber es ging natürlich noch weiter bergab, denn ich habe Love in the Villa auf Netflix geguckt. Und da habe ich mir eigentlich erhofft, dass wir eine schöne Landschaft haben, denn wir haben hier eine Frau, die möchte nach Verona. Die liebt alles, was mit Romeo und Julia zu tun hat und möchte mit ihrem Freund, Verlobten, ich weiß es gar nicht genau, Freund möchte die nach Verona. Aber der trennt sich halt direkt vor der Reise, also möchte sie alleine dahin fliegen. Allerdings gibt es da ein Problem, denn die Unterkunft, die sie gebucht hat, die ist auch schon an jemand anderen gebucht worden. Und deswegen sind die jetzt zu zweit da drin und dann fängt der größte Krieg der Menschheit an, weil natürlich beide erwachsen sind, aber sich nicht so verhalten, sondern jeder diese Unterkunft für sich alleine haben möchte und man dann, ja, wie gesagt, diesen Zoff anfängt. Und das fand ich so albern. Also das war mir schon ein Ticken zu drüber. Ich habe auch nicht so viel Italien-Flair jetzt so erlebt, wie ich dachte. Klar, ein bisschen Verona sieht man schon, aber irgendwie immer nur die gleiche Ecke. Und ach, ich weiß nicht, das war mir schon ein bisschen zu klischeehaft. Also wenn ihr so richtig auf Kitsch steht und so eine Rom-Com, die so richtig vorhersehbar ist, wo man auch eigentlich mit den Augen rollen müsste, dann ist vielleicht Love in the Villa was für euch. Aber ich fand das so kindisch und so affig und teilweise so drüber. Sorry, hättet ihr den Stress nicht haben müssen, wenn ihr euch mal ein bisschen normal verhalten hättet. Meine Meinung. Ja, natürlich bin ich auch nicht an Irish Wish vorbeigekommen. Ebenfalls auf Netflix. Neuer Film mit Lindsay Lohan. Und deswegen habe ich halt hauptsächlich geguckt, zum einen, weil es Irland ist und ich bin sehr interessiert an Irland und weil es halt von den Lindsay Lohan ist. Und auch das ist eigentlich ein Film, der jetzt nicht so tiefgründig und so mega krass ist, aber da hatte ich meine irische Landschaft, da hatte ich meinen Urlaub, das fand ich cool und es war eigentlich ganz witzig. Ich fand es tatsächlich ganz okay, weil wir haben hier Lindsay Lohan, die was macht die eigentlich noch mal in Irland? Wow, so sehr konnte ich mich an diesen Film erinnern jetzt. Die hat sich irgendwie gewünscht, dass sie... Ah, nee, genau. So, jetzt habe ich es wieder. Also, Lindsay Lohan, die ist in so einen Typen da verliebt, aber der Typ, der heiratet jetzt ihre beste Freundin. Und dann fahren die halt alle nach Irland, weil er halt ein Ire ist. Und dann wünscht sie sich, dass sie die Frau doch von ihm wird. Und hey ho, Wünsche werden wahr in Irland. Also wacht sie einfach auf und ist die Verlobte von diesem Typen, den sie heiraten wollte. Und alles ist so gedreht. Aber wie es ja dann immer so ist, ne, man stellt dann vielleicht fest, dass es schon alles so seinen Sinn hat, wie es gekommen ist. Und dass sie dann vielleicht doch nicht ganz so zusammenpassen. Aber es war süß. Es war irgendwie auch vor allem schön anzusehen, weil es echt schöne Bilder hatte, schöne Landschaften. Das fand ich sehr, sehr cool. Also das war Irish Wish.
Kann man mal gucken, wenn man Lust hat. Dann wechseln wir wieder zu Amazon Prime. Küss mich, Mistkerl. Ich weiß nicht, ist das die Verfilmung von dem Buch, was es gibt? Ich habe mich jetzt nicht genau erkundigt, aber ich fand es ganz lustig. Wir haben Lucy Hale, die ich ja eh schon gerne mag als Schauspielerin. Hier sind wir auch mal wieder so ein bisschen mehr im Arbeitswesen unterwegs, denn sie arbeitet bei so einem Buchverlag und arbeitet direkt neben so einem Arbeitskollegen, die sich aber nicht ausstehen können, weil das sind so zwei Firmen, die eine hat die andere aufgekauft und da gibt es halt so ein bisschen Spannung und die können sich überhaupt nicht ausstehen und irgendwie kribbelt es halt ja dann doch zwischen denen und ich fand, das klingt jetzt erstmal ein bisschen lahm wahrscheinlich, wenn ich das so erzähle, aber ich mochte diese Dynamik, weil da habe ich wirklich geglaubt, also diesen Schlagabtausch und das war mit sehr viel Witz auch in der Konversation. Ich fand das so lustig teilweise, dass ich den ewig hätte zuhören können. Also das war wirklich ein Film, der hat mich positiv überrascht, fand ich lustig. Ich meine, das sind ja manchmal auch so kleine Witze wie Lucy Hale heißt in dem Film auch Lucy und dann wurde halt ein Witz mit ihrem Namen gemacht. Das fand ich so lustig. Man merkt halt einfach, da hatte jemand Bock auf einen Film und es war ein gutes Drehbuch und ein toller Schlagabtausch, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Boah, könnte ich schon wieder gucken. Also das ist tatsächlich ein Film, wo ich sage, den könnte ich nochmal gucken. Ein Film, den ich nicht nochmal gucken würde, wäre dann Hochzeit auf Umwegen. Der ist auf Netflix und der wurde mir da angezeigt und ich habe nur so gesehen, wow, Diane Keaton, boah, wie cool. Und Emma Roberts, oh, das kann ja nur gut werden. Und dann mache ich diesen Film an und denke mir so, wow, Emma Roberts, Diane Keaton und Richard Gere und... Oh Gott, wer war denn die andere? Susan Sarandon? Ich habe gerade gar keine Ahnung mehr. Also so die ganzen Oldies, sage ich jetzt mal nett. Aber der Film war irgendwie blöd. Weil wir haben halt Diane Keaton, die ist mit Richard Gere verheiratet, aber die trifft sich mit irgendeinem anderen Typen ganz spontan. Und dann kommt halt raus, dass aber ihr Mann auch eine Affäre irgendwie hat und dann ist da Riesentheater und natürlich von den beiden Eltern wollen die Kinder jetzt heiraten. Und so treffen die dann alle nachher irgendwie aufeinander und das ist wieder so ein mega konstruiertes Chaos. Am Anfang fand ich es eigentlich erst ganz cool, weil man halt so die Problemchen von den älteren Leuten da mal anspricht, dass die ja auch vielleicht mit der Ehe nicht glücklich sind oder andere Gefühle haben mittlerweile und das fand ich eigentlich lustig, also auch witzig gemacht und ja, manche Sachen, da war ich einfach schon wieder raus, aber ich fand es auch ganz witzig, dass ich mir so denke, Emma Roberts ist wahrscheinlich so alt wie ich oder vielleicht sogar jünger als ich und Diane Keaton war schon in den 80ern eine Mutter in dem Film und jetzt ist sie die Mutter von Emma Roberts, also da hat jemand aber sehr spät angefangen, fand ich sehr, sehr witzig. Aber ah, nee, ich mochte den ganzen Plot nicht, die Handlung nicht, den Aufbau nicht. Das tat mir so ein bisschen leid, weil ich das so dachte, auch mal eine andere Zielgruppe, mal eine andere Handlung, eigentlich ganz gut. Aber nee, hat mich nicht ganz abholen können. Ja, Flo und ich, wir haben einen holländischen Film geguckt. Der war irgendwie witzig, aber irgendwie am Ende auch sehr unbefriedigend. Und das ist relativ witzig, denn es geht natürlich um die eine Sache. Er heißt auch Happy Ending. Und ich fand es erstmal ganz cool, dass es ein niederländischer Film war. Irgendwie war der aber auch sehr bunt gemacht und sehr so flott und lustig gemacht. Aber es geht halt um ein Pärchen, was sich total liebt, aber sie ist noch nie gekommen und hat ihm halt immer was vorgespielt. Da habe ich mir schon gedacht, ja Mädel, woher soll er das denn wissen, dass er das nicht richtig macht, wenn du ihm das nie sagst? Erste Sache, ne? Aber dann kommt die halt so auf die Idee, ja, vielleicht können wir mal was Neues ausprobieren und irgendwie was aufpeppen und noch eine dritte Person dazu holen. Ja, und so fing das dann an, aber es ging halt in so eine Richtung, wo man sich denkt, boah, da wird alles falsch gemacht, was man in so einer Situation falsch machen kann. Das war dann schon wieder ein bisschen ätzend, ehrlich gesagt, anzusehen, aber viele ist es vielleicht auch lehrreich, keine Ahnung. Ach, ich weiß nicht. Ich fand den eigentlich erst echt cool und lustig und leicht und locker und so. Dann wurde der irgendwann ein bisschen schwerer und, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es jetzt gut fand, dass wir den geguckt haben oder ob ich es nicht gut fand. War auf jeden Fall mal was anderes. Kann man da auch mal schauen. Und jetzt ganz zum Schluss. Oh mein Gott, Leute. Ich habe einen Film geguckt. Da weiß ich, dass es auch eine Buchverfilmung ist, ohne dass ich es wusste. Ich habe ihn einfach nur auf, ich glaube, das war auf Amazon Prime,
wurde er mir angezeigt und er heißt Culpa Mia. Und ich habe ihn angefangen und ich dachte mir so, boah, das könnte auch einfach der Inhalt von einem New Adult Roman sein. Und irgendwann hat es bei mir so geklingelt, ich so, gibt es nicht ein Buch, was so heißt? Ich habe auch ehrlich gesagt immer noch nicht nachgeguckt. Ich weiß mittlerweile, es ist ein Buch, aber ich weiß nicht, ob es das Buch ist, was ich im Kopf hatte. Ich habe es auf jeden Fall nicht gelesen. Und es ist so guilty pleasure, ne? Ich sag's euch, es ist ein Film, wo alles drin ist, wo man eigentlich genau weiß, das ist nicht gesund, so sollte das nicht sein. Aber es hat mich so unterhalten, ich hatte so viel Spaß. Der Film ging, glaube ich, fast 2 Stunden oder so und es war mir egal, ich habe es nicht gemerkt. Aber wir haben nämlich hier ein Mädel, die zieht halt in so ein mega fettes Haus ein, weil die Mutter da den anderen Typen heiratet und der hat eine Menge Kohle. Und dann ist das halt so ein bisschen Stiefgeschwister-Love, die sich natürlich erst doof finden, dann kommen die sich aber natürlich wieder näher. Und er ist halt so der Inbegriff von toxischer Maskulinität, was man auch alles haben kann. Der will sie einfach nur fertig machen und sie ist meine kleine Schwester und ich bin der geilste Hengst. Ich mache überall mit allem und jedem rum, so wie ich es möchte. Ich rauche, ich bin so ein bisschen Bad Boy und ich fahre auch noch illegale Autorennen, also so richtig Klischee. Aber natürlich, nachdem er sie die ganze Zeit ab so links liegen lässt, wow, wehe, jemand anders interessiert sich dafür, dann ist er auf einmal der mega Beschützer und dann kommt er natürlich raus, dass dann doch ein paar mehr Feelings sind und sie ist halt aber auch so krass drauf und am Ende kommen dann noch Sachen raus, die will ich euch noch gar nicht sagen, weil es war einfach ein klassisches, krasses, toxisches New Adult Buch und ich liebe es, ja. Ich gebe es zu, ich liebe es. Und ich habe erstmal gegoogelt, da soll ja auch noch ein zweiter Teil kommen irgendwie. Und oh, den will ich unbedingt sehen. Fand ich toll. Ist spanischer Film, also ist ein spanischer Film, aber ich fand den mega geil. Also, ja. Ihr kennt das vielleicht, dass man so manche Filme genau weiß, die sind eigentlich nicht so, also da ist vieles nicht in Ordnung, aber man mag es trotzdem. Ja, ich glaube, das waren alle Filme im Schnelldurchlauf. Schreibt mir bitte mal, ob ihr einen dieser Filme kennt. Oder ob ihr ein Buch wie Mea Culpa, Culpa Mia, wie hieß das jetzt nochmal? Culpa Mia oder die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick, ob ihr da die Bücher schon mal gelesen habt, das würde mich echt mal mega interessieren. So, falls ihr eh schon mal gerade dabei seid, nachzudenken, habt ihr irgendwelche Empfehlungen für Romantic Suspense Bücher, also so, wo ein bisschen Romantik ist, wo aber auch ein bisschen was Spannendes passiert, wo die Protagonisten aber am besten auch über 20 sind. Ich hatte heute ein tolles Gespräch mit einer Arbeitskollegin und die sucht gerade solche Bücher, aber Westwell fand die eher langweilig, da war ich schon geschockt. Ich liebe Westwell. Deswegen, also falls ihr irgendwie was habt, lasst das gerne mal da. Und weil wir nämlich dieses Gespräch hatten, fange ich jetzt mit Very Bad Kings an, Leute. Ihr glaubt es nicht, ey. Wir sind auf Themen gekommen, boah. Aber auf jeden Fall ist dieses Buch auch gefallen und sie fand das sowas von bescheuert, dass sie nur den ersten Band gelesen hat und dann nicht mehr weitergelesen hat. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, auf welcher Seite ich stehe. Ich glaube, dieses Buch ist ja generell schon sehr, sehr viel diskutiert worden, sehr kontrovers diskutiert worden. Ich glaube, viele finden es einfach nur grottenschlecht und unmoralisch und oh mein Gott, versteckt es vor unseren Kindern, keine Ahnung, so nach dem Motto. Und dann gibt es aber auch die Leute, die das lieben, die das total toll finden. Und ich bin halt gespannt, in welche Sparte ich gehe, weil mit der Autorin habe ich schon persönlich ein paar Probleme, da fängt es eigentlich schon an. Okay, das versuche ich auszublenden. Die Catching Beauty-Reihe fand ich nämlich damals richtig, richtig toll. Deswegen habe ich vielleicht Hoffnung, dass es mir gefallen könnte. Aber wenn ich zum Beispiel an die Dark Knight Glow-Reihe, diese Glow-Reihe, was ja auch so ein Dark Romance-Scheiß war, ich will es nicht abwerten, aber von einer anderen Autorin, das fand ich nicht so gut irgendwann. Da habe ich mich ja eher so ein bisschen durchgequält, um nachher noch die Auflösung eher zu haben. Und deswegen bin ich mal gespannt. Lasst mir auf jeden Fall mal eure Meinung da, wenn ihr Very Bad Kings gelesen habt. Ich will auf jeden Fall das durchziehen. Ich bin jetzt gehypt drauf und ich muss, wie gesagt, meiner Arbeitskollegin Bescheid geben, wie es war. Das dazu. Ansonsten jetzt eher so eine kleine Infosache noch am Ende. Ich habe jetzt überlegt, dass ich so eine kleine Videopause mache. Ich werde jetzt, also den Vlog, den gibt es ja auf jeden Fall noch. Und ich habe noch ein Büchervideo, was ich auch noch hochladen möchte.
aber dann möchte ich ein bisschen Pause machen. Ich weiß, viele können das wieder nicht nachvollziehen, aber ich habe momentan so viele Stresslevel in meinem Leben, die ich alle, wo ich jetzt überlegen muss, welches reduziere ich halt davon. So, Führerschein kann ich schlecht reduzieren, den muss ich durchziehen, aber das ist für mich halt leider ein Stresspunkt. Arbeit kann ich auch nicht reduzieren, muss ich trotzdem hingehen. Also bleibt Video drehen. Ich möchte nämlich auch gerne tatsächlich mal wieder Sport auch machen und ich merke einfach, wenn ich diese vier Punkte habe, irgendein Punkt fliegt immer raus. Wenn ich zum Beispiel mal eine Woche keine Fahrschule habe, dann mache ich plötzlich Sport und gehe arbeiten und mache Videos. Wenn ich aber jetzt wieder Fahrschule habe, habe ich jetzt Videos gemacht und Arbeit, aber ich habe den Sport sausen lassen und da bin ich gerade überhaupt nicht glücklich mit irgendwie. Deswegen, ja, ich vlogge total gerne, aber gerade dieses Schneiden, wenn ich jetzt schon wieder denke, dass ich das jetzt morgen schneiden muss, habe ich jetzt nicht so Lust drauf und stresst mich ein bisschen, weil ich dann wieder denke, ich würde halt lieber gerne Sport machen und ich habe auch morgen Fahrstunde und das ist alles schon wieder so, ja, klingt vielleicht ein bisschen doof für einige, wenn man das so nicht macht und einige sind auch vielleicht mehr belastbar als ich, keine Ahnung. Aber deswegen habe ich gedacht, da auch einige Termine jetzt anstehen, wo ich weiß, da werde ich auch nicht vloggen. Wir sind wieder auf Termine, Wochenenden sind wir weg, Geburtstage stehen an, wo ich halt alles nicht filmen werde. Und dann habe ich wieder nichts, wo ich einen Vlog rausmachen kann. Also ist das eigentlich für uns alle eigentlich jetzt erstmal gut, glaube ich, dass ich ein Päuschen mache. Und weiß ich nicht, vielleicht habe ich ja irgendwann doch nochmal Bock und es kommt vereinzelt was. Aber nicht, dass ihr, also ich will einfach nur, dass ihr wisst, dass ich jetzt nicht jeden Sonntag oder jedes Wochenende meinen Vlog raushaue, dass ich es da ein bisschen zurückziehe und mal gucke, dass ich dann die anderen drei Punkte, Arbeit, Sport und Führerschein, irgendwie erstmal hinkriege. Und ich sag mal so, der Führerschein, ich hoffe, der wird irgendwann mal fertig. Und wenn da, wenn der Punkt weg ist, dann bin ich vielleicht ein bisschen entspannter auf was Video drehen und so angeht. Ja. Also genießt den Vlog noch und ich verabschiede mich jetzt bei euch und wünsche euch eine schöne Zeit. Wie gesagt, Buchvideo kommt noch als nächstes. Schaut da gerne auch vorbei und habt bis dahin noch eine schöne Zeit. Ciao!